Yu-Gi-Oh! Vollidioten. Betraf sie jetzt nicht euch, sondern unsere vergangenen Ichs, die direkt vor der Aufnahme sich noch gesagt haben, wir müssen am Ende dran denken, dass wir noch was fragen wollten. Und ratet mal, woran wir nicht gedacht haben? Genau, was zu fragen. Also, frage ich's jetzt, kurz bevor das Video losgeht, damit's auch alle sehen, weswegen es eigentlich von vornherein intelligenter gewesen wäre, das vorne dran zu schalten. Wie auch immer, zurück zum Thema. Und zwar hatten wir die Idee, dass wir mal ein kleines Hearthstone-Turnier ausrichten. Organisatorisch sei mal dahingestellt, uns würde einfach mal interessieren, wer von euch theoretisch Interesse an sowas hätte. Also in die Comments damit. Wir kündigen es morgen im Hearthstone dort auch nochmal an. Wie gesagt, organisatorisch sei mal dahingestellt, einfach mal, damit wir eine ungefähre Zahl haben, ob sich sowas lohnen würde oder ob ihr sowas machen wollt. Ja, das wär's auch schon. Also viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu einer weiteren Folge Duologie, Thema der heutigen Vorlesung das Dark Lord Deck. Und wie beim Deck von Marcel bereits angekündigt, haben wir das ziemlich anders aufgebaut. Ja, es heißt gefallene Engel, weil das irgendwie die einzige logische Erklärung für Finsternis Feen war. Ja. Erste Karte, Finsterlord Desire, kann nicht gespecialt werden als einziger von denen. Aber dafür mit nur einem Monster als Tribut, wenn das Tributmonster eine Fee ist und die sind so gut wie nur Feen drin. Einmal pro Zug kann man ein Monster vom Gegner auf den Friedhof legen und dann 1000 Attack verlieren. Wichtig, auf den Friedhof legen. Nicht zerstören. Also es ist ein Hard Removal. Ja dann BLS, klar, weil Lichtmonster drin, Finsternismonster drin. Finsterlord Asmodeus kann nur vom Deck oder Friedhof nicht gespecialt werden, also mit Valhalla geht das sehr wohl. Einmal pro Zug kann man ein Monster vom Typ Fee vom Deck auf den Friedhof legen. Und wenn, also quasi durch das Begräbnis in permanent, beziehungsweise in einmal pro Zug. Und wenn er zerstört, das ist wichtig, der muss zerstört werden. Und auf den Friedhof gelegt wird, kriegt man eine Asmo und eine Deus Spielmarke. Eine offensiv, eine defensiv ausgelegt, beziehungsweise eine offensiv und eine neutral ausgelegt. Die Asmo Spielmarke kann nicht durch Karteneffekt zerstört werden, die Deus Spielmarke nicht im Kampf. Nächste Karte, Dark Lord Superbia. Wenn er kann man eine weitere Fee vom Friedhof specialen, außer halt ihn selber. Dann, Serato kann, wenn man vier oder mehr Finsternismonster mit unterschiedlichem Namen im Friedhof hat, mit einem Finsternismonster als Tribut beschworen werden. Und man kann ein Finsternismonster von der Hand auf den Friedhof legen, um alle gegnerischen Monster zu zerstören. Während der Endphase, wenn man diesen Effekt aktiviert hat, wird er allerdings selbst zerstört. Dann Christia sollte wieder jedem im Begriff sein. Solange der liegt, gibt es keine Spezialbeschwörungen. Er kann beschworen werden, wenn man genau vier Monster vom Typ Fee im Friedhof hat oder durch Valhalla. Wenn er auf den Friedhof gelegt werden würde, wird er stattdessen aufs Deck gelegt. Der finstere Schöpfer kann gespecialt werden, wenn man fünf oder mehr Finsternismonster im Friedhof hat. Einmal pro Zug kann man dann ein Finsternismonster verbannen, um ein anderes vom Friedhof wiederzubeleben. Ja, dann wir haben viele Finsternismonster im Deck, deswegen Dark Armed Dragon. Zweite Schlüsselkarte ist Athena, die, wenn ein Monster vom Typ Fee beschworen wird, dem Gegner 500 Schaden zufügt und einmal pro Zug eine Fee opfern kann, um eine andere Fee außer Athena vom Friedhof wiederzubeleben. Auf die Kombis gehen wir mal nachher ein. Ja, dann Hekatrice kennt man, kann abgeworfen werden, um sich Valhalla rauszusuchen. Marshmallow, ihr werdet jetzt wahrscheinlich fragen, oh mein Gott, seriously? Und wir müssen leider sagen, ja, seriously. Mit der einfachen Begründung, Verlockung. Was sonst? Ja, dann Verlockung, klar. Finsternis Monster, Verlockung, passt. Und Raigeki sowieso eine Pflichtkarte. In Zahlungnahme, ja, bei den ganzen Stufe 8 war das abzusehen, würde ich mal sagen. Zumal die auf dem Friedhof wollen. MRTs und Hallas sage ich mal nix. Und ich glaube auch Schnappstahl brauche ich nicht extra erwähnen, warum der drin ist. Sturmkraft natürlich ist extrem fies, wenn der Gegner eine Fee im Deck hat. Allerdings ist es auch meistens so, dass man halt den Marshmallow auf dem Feld hat und hat der Gegner auch irgendwas. Und insofern. Deswegen auch nur zweimal drin, weil ist halt gut, aber nicht über OP. Ausrottungsvirus? Ja. Vom Friedhof kommt alles, so ziemlich alles wieder, insofern tut's nicht weder was hinzuschicken. Ja, dann doppelt Trapstun, weil wir halt nicht wollen, dass unsere Gegner hier irgendwie in unsere Kombos fahren und Trapstun ist da super. Dritte Schlüsselkarte, Ruf der Gejagten. Ja,
Schlüsselkarte. Wie gesagt, zu den Taktiken kommen wir noch. Ja, Extra-Deck ist mal wieder relativ witzlos, weil wir mussten halt irgendwie gucken, dass wir ein paar Stufe 8er hier reinbringen. Deswegen ist hier zum Beispiel der Zombie-Stein drin, der eigentlich nicht mehr hat, außer 4.500 Attack zu haben. Ein anderer Effekt ist relativ witzlos. Man kann ein Exis-Material abhängen und dann noch eine Karte von der Hand auf den Friedhof legen, um eine offene Karte vom Gegner, um die Effekte einer offenen Karte vom Gegner zu annullieren. Dann aber den Zombie-Stein, der ja nur 1000 Death hat, in Verteidigungsposition zu legen. Kommt also nicht so oft vor. Außer wenn halt wirklich richtig Not am Mann ist und man, was weiß ich, einen Ex-Titonenritter abwehren muss. Dann gepanzerter Vollgalaxieaugen, genau. Vollgepanzerter Galaxieaugen Photonendrache, so rum stimmt's. Hat man ja bereits im Galaxiedeck angesprochen. Und halt ist eine Stufe 8er. Viel entscheidender ist aber, wir haben einen anderen Stufe 8er drin, der mit diesem hier kombiniert wird. Und zwar Galaxieaugen Urphotonendrache, der wie immer drin ist, um Attack zu haben, weil 4000 Grundattack plus 1600 Minimum, wenn er sich noch bufft. Dann der Tachyon-Drache, um halt Fellkontrolle zu sichern, wenn der Gegner viele Effekte hat. Ja, Fellgrand, weil beste Rang 8er dieser Welt. Deswegen auch zweimal drin. Geisterritter der Unterwelt Lancelot, wenn man an den gegnerischen Monstern nicht vorbeikommt, schleicht er sich halt dran vorbei. Ja, und Riesenfleischwurf ist auch nochmal wunderbar, um gegnerische, die gespecialt wurden, kaputt zu machen. Drachossack und Big Eye sind drin, weil Athena und der Dad jeweils Stufe 7 haben. Wir halt also eine geringe Chance haben, auf Stufe 7 zu kommen und wir den Platz haben. Ja, dann wegen Doppel-Hekatrice sind hier Kastel und Exzi drin, weil, ja. Und sonst halt nix. Und wegen dreimal Marschbällen sind noch Alucard, Zenmainz und Dante drin. Weil was sonst? Ja. Gut, Taktik sieht eigentlich so aus, erstmal möglichst viel auf den Friedhof zu kriegen und dann halt mit solchen Karten wie Finsterer Schöpfer, Athena und Ruf der Gejagten Superbia wieder zu beleben, der, wenn er wiederkommt, noch was wiederbelebt, beziehungsweise im meisten Fall wird das Serato sein, dann auf die Exis-Beschwörung zu gehen und wenn es Athena ist, dann wird der ganze Scheiß bald nochmal abgezogen. Was übrigens sehr schön funktioniert, ist mit Superbia mit den Ruf der Gejagten wieder zu beleben, mit Superbias Effekt dann Athena, mit Athenas Effekt Superbia opfern, ihn dann selbst wieder zu holen und nochmal was zu beschwören. Ja, also man kann, wenn man erstmal, sag ich mal, sein Setup completed hat, kann man durchaus mal ganz wunderbar schnell das Feld spammen mit verdammt hohen Attack und damit sehr schön auf irgendwelche One-Turn-Kills gehen. Und deswegen auch Traps dann. Ansonsten ist das Deck aber hat er das übliche Problem von allen Decks, die in irgendeiner Form hochstufige Monster laufen. Man läuft halt Gefahr, tote Hände zu haben. Mhm. Weil hier bis einschließlich Athena haben wir 15 Monster, die alleine tot auf der Starthand liegen. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass man alle haben wird, aber man sieht auch noch die MRT, der ja auch nichts bringt in dem Fall. Es ist schon ziemlich viel, was man totziehen kann, aber das ist nun mal bei diesem Deck so. Deswegen ist es halt auch nicht in der hohen Meta, aber es ist ein schönes Deck, mit dem man Spaß haben kann. Mhm. Vor allem, weil es halt, obwohl es hochstufig ist, nicht so rein Brute Force, sondern halt schon ein bisschen Mechanik dahinter steckt. Ja. Gut, was Karten, die dem richtig gefährlich werden, können natürlich so einen Schrott wie Darklaw. Aber ich glaube, der wird vielem gefährlich. Ja. Das in dem Fall dann, das ist doch in dem Fall funktioniert es auch, aber wenn sowas wie Boden aktiviert wurde, klappt die Saya auch nicht mehr, das ist klar, ne? Weil er kann ja nicht auf den Friedhof legen, wenn es den Friedhof nicht mehr gibt. Gut. Damit wird dann auch die heutige Vorlesung beendet. Wie immer werde ich euch nicht erfordern, einen Daumen nach oben zu geben. Ansonsten Deck wünschen die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.